Was war? Was ist das denn? Ein Das ist. Roboter. Nein, das ist kein Roboter, das bin ich. Hallo. Also doch ein Roboter. Nein. An dir wurde eine Robotomie durchgeführt. Ha 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 ha. Nein, das hier ist eine, das, wovon ich schon die ganze Zeit geredet habe, was ich unbedingt haben wollte, eine Virtual Reality Brille. Cool. Und mit dieser Wie ist Virtual das so? Reality Brille kann ich sogar meinen Desktop sehen und auch das Spiel. Und Oh, Entschuldigung. zwar genau da drüben. Das ist voll doof. Aber Moment, Moment. Wieso da drüben? Da muss er die ganze Zeit weggucken. Ja, ich muss leider die ganze Zeit weggucken, weil ich weiß nicht, das ist so eingerichtet. Aber guck mal, man sieht mich aus der. Hey! Entschuldigung. So, man sieht mich aus der Seitenansicht und jetzt kannst du so einen Mist machen. Das wollte ich gar nicht. Ich suche was anderes, aber ich finde es gerade nicht auf Ich die kann es Schnelle. leider auch nicht. Genau. Ah, gebt uns die Aber Pornos ja, wieder. also wenn ich das sehe, Gebt denke uns ich die halt nur. Pornos wieder. Ja, Pornos sind natürlich eine ganz wichtige Sache, wenn es um Virtual Reality geht. Es Dafür gibt wurde es kein schließlich anderes. entwickelt. Richtig, es gibt kein anderes Medium, was wofür Virtual Reality überhaupt gemacht wurde. So, ich würde sagen, ich habe erst gedacht, du flüsterst, aber was machst du da? Taste umrühren, weil hier das ist noch nicht gescheit aufgelöst. Wie mein Virtual Reality Headset. Und wie Teile der Rätsel aus dem Spiel. Ja. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen weiter und das Problem ist. Ah, hier. Gut, ich hab's gefunden. So, ja, das ist ein problematisches Problem, wenn ich hier ein Touchscreen habe. Und Ach, du siehst ja gar nicht, wo du drückst. ich sehe gar nicht, wo ich drücke, ja. Du könntest natürlich jetzt, das wäre jetzt krass, näher ranrücken an die Kamera und siehst dann quasi über das Kamerabild, wo auf dem Touchscreen du überhaupt hindrückst. Ja, Weiter rüber, hier, so, genau. und jetzt muss ich näher Andere Richtung. ran. Scheibenkleber. Andere Richtung. Nach hinten. Nach hinten. Du musst es Und nach links. aufdrücken. Ich muss es aufdrücken. Aber okay, ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal Phoenix sprechen. Du musst es aufdrücken, das gab. Das habe ich schon total verdrängt, dass es das jemals gab. Du hast es Musst du es verdrängt. aufdrücken? Oh Mann. Okay, also, darf ich spielen? Ich darf sogar lesen. Darfst versuchen, ja. Ja, und jetzt hier, obwohl ich gar nicht durch diese Brille durchgucken kann, kann ich jetzt vorlesen, was der sagt. Frau Erlington, ihr wirkt so gedankenverloren. Oh, habt ihr mit mir gesprochen? Nein. Natürlich. Fragt doch einfach Ich nochmal. glaube, das Dings ist ein bisschen laut. Der Hintergrundsound ist laut. Den höre ich im Übrigen gar nicht. Komisch, der ist doch so laut. Also den vom Layton-Spiel meine ich jetzt, da höre ich gar nichts gerade. Moment, ich suche gerade mal. Wo ist denn mein 3DS Capture-Ding? Ah, deswegen ist der so laut. Wie Das ist kann das voll sein, dass ich den diesmal aufgedreht. nicht höre? So. Sag Chat. noch. Wieso höre ich den eigentlich diesmal nicht? Keine Ahnung. Warum höre ich den? Und du nicht? Ach. So. Kann ich weiterspielen? Ja. Ohne dir die Frage zu beantworten, übrigens. Ja. Sogar sie ist nicht immer auf der Höhe. Jetzt gilt es, den richtigen Moment abzupassen. Das ist immer noch ziemlich laut. Ich stell das mal ein. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, ja, und das dauert eine Weile. So, ich denke, das wird Dann gut. esse ich in der Zwischenzeit ein paar Jonathan Flakes. Jonathan Flakes. Oh, Jonathan Flakes. Jonathan ich muss Flakes. dazu Jonathan eine, Flakes. ich muss dazu eine wirklich grausame Nachricht verbreiten. Und zwar, dieses Video wurde mir gerade eben von irgendwie von Clark's Dick Productions gesperrt. Clarks Dick? Ja. War es nicht Dick Clarks? Ja, es war Dick Clark. Ah, Dickhead gebt uns die Pornos Productions. wieder. Dickhead Productions. Okay, also, ihr habt doch Herrn Videans Aussage gehört, nicht wahr?
Ja, selbstverständlich. Er Muss ich wurde jetzt erstmal überlegen, gebeten. wo ich da diesen Effekt einfügen muss. Er wurde gebeten, was sag ich da nochmal, wenn. Ach so, etwas zu Dominika. suchen! Das Denn er Einzige, was wurde. ich behalten kann. Denn da wurde etwas manipuliert. Und ich nehme an, dass ihr es wart, die ihn darum gebeten hat. Was sollte er eigentlich suchen? Laborchef Dr. Klenk. Ja, natürlich. Ich fürchte, euch ist da ein Fehler unterlaufen. Oh. Jetzt höre ich den Sound auf einmal. Glückwunsch. Yay! Juhu. Ich kann mich nicht entsinnen, ein derartiges Anliegen vorgebracht zu haben. Bitte? Nein, Anliegen. Ach so! Das war gut. Hey, Blaumeise. Ach, übrigens, ich wollte noch schnell, Moment, wo ist meine Kamera? Wo ist meine Kamera? Ich glaube, ich bin sehr nah dran. Um Gottes Willen. Ah, okay, ich will zeigen hier, ich habe hier nicht irgendwie einen Beamer aufgestellt, obwohl, wäre eine gute Beamerwand. Das ist ein Red Screen. Ein Red Screen, genau. Nein, eigentlich ist das mein Bett. Das habe ich jetzt seitlich gestellt. Also Du hochkant, schläfst jetzt damit ich. immer an die Wand gekettet, so seitlich hängend. Nein, ich habe auch noch ein. So auf dem Weg zur Fledermaus, aber von der Decke geht noch nicht ganz irgendwie so von der Logistik, aber so seitlich kannst du schon mal üben. Ich habe da auch noch ein Sofa, das ich mir ausklappen kann. Auf jeden Fall, Ah. ich hab das so verschoben, dass ich ganz viel Platz habe für Room Scale. Für was? Room Scale. Rumsteak. Ah. Denn ich möchte hier eine Küche aufbauen. Genau. Hey, Blaumeise. Ach, damit meine ich doch gar nicht mich selbst. Hast du mir überhaupt ein einziges Mal zugehört? Moment, jetzt müsste ich eigentlich noch. Was machst du da? Ja. Da kriege ich ja schon Motion Sickness und ich habe. Oh Gott. Das ist jetzt wirklich übler Mindfuck gerade. Wie ist das eigentlich vom Tragekomfort? Das war ja ein Grund, warum der Virtual Boy damals so kritisiert wurde, dass man da unglaublichen Nackenschmerzen kriegt nach kurzer Zeit. Ich höre dich leider gerade überhaupt nicht. Schade, dass man nicht sieht, was da drin ist. Auf jeden Fall, es funktioniert so, wie es ist. Das wollte ich eigentlich damit zeigen. Das Doofe ist, diese Linsen sind nicht sonderlich lecker. Nein. Diese Linsen hier, die sind so gebogen und deswegen ist das alles so. Also, wenn man da nicht genau gerade drauf guckt, dann verschwimmt es auch leider. Deswegen werde ich manchmal mein Headset ein bisschen richten. So wie der Richter. Ruhe in meiner virtuellen Welt. Ah, wo ist denn das Lachen? Ich würde es jetzt machen, ich finde es aber Ach nicht. so, Sitcom-Lachen. S. Ich habe keine Ahnung. S, I und T ist auf jeden Fall die Ab. Do a barrel roll! Naja, das war's fast. Also, ich würde mal erstmal weiter vorlesen. Ah, warte. Schön. Ja, okay, nee, es war eine Dame, die mich herum gebeten hat. Der Butler ist doch ein Kerl, du Pflaume. Ah nee, warte, das bin ich ja gar nicht. Der Butler ist doch ein Kerl, du Pflaume. Ich habe mich gerade gewundert, wie sie denn auf einmal spricht. Du Ja. Pflaume. Selber Pflaume. Oh Mann. Sitcom lachen. Oh, hättest du jetzt das Sitcom lachen gemacht? Hey, was denn los? Warum guckt ihr mich so an, als wäre ich der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, dass das eine Frau ist?
Das war so ein schlechter Witz, da passt ein Sitcom-Lacher sogar. Ja. Vor geraumer Zeit haben wir in diesem Gericht erfahren, dass vor geraumer Zeit, ja, das ist ja schon Wochen her, dass der Butler John Erlington in Wirklichkeit eine Frau ist. Was? Und deshalb dachten wir alle, dass ihr Frau Erlington meintet, als ihr sagtet, eine Dame hätte euch gebeten, etwas zu suchen. Was? Träumend, er kann es nicht fassen, lassen. Doch nun dieser Schreck, wer kann ihn da hassen? Was? Zum leeren Krug? Was ist so? Wer kann ihn da hassen? Das ist der Mario! Mach den Mario-Swing! Ja, ich. Zum Glück hast du die richtige Taste gefunden. Ich musste sie nämlich selbst mit der Hand erstmal suchen. Das ist blöd. Ja. Ich brauche hier immer noch mal. Ich bräuchte hier eigentlich noch meine Tastatur auf dem Schoß, aber die fällt mir dann runter. Vor allem du bist heute der Einzige, der die Macht hat. Traurig. Ach so. Ach ja, ach stimmt ja. Ja. Irgendwie. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Richtig. Du bist Naja. übrigens. Benötigt ihr eine amtliche Bekanntmachung? Ihr hättet einfach dem Prozess folgen sollen mit dem Taxi. Ja. Ritter der Gerechtigkeit. Das Gezänk mit einem Zeugen ziemt sich nicht. Richter der Gerechtigkeit. Das Gericht möchte Folgendes wissen. Welche Zutaten habe ich? Wer war die Dame, die Vidian um diesen Gefallen bat? Ach ja, es war in Wirklichkeit Frau. Oh nein. Oh je. Oh je, Mine. What the f Was? Was soll denn das jetzt? Ich habe Oh, keine Ahnung. und ihr Oh. seid? Postwendend. Aber Frau Pia, wer genau seid ihr? Eilboten? Ja, die Eilboten! Die Eilboten? Frag doch einfach nochmal! Entschuldigung. Die Eilboten? Nein, Jonathan Frakes. Ach, das ist ja gut, dass sie das erklärt. Ein Bote holt Briefe ab und trägt sie aus und Pakete auch. Gibt's ja gar nicht. Das ist mir schon klar, trotzdem danke. Sehe ich wirklich so dämlich aus? In der Tat, weil. Hey, das hast du gut gemacht. Ich wollte nämlich gerade die Taste suchen. Die Taste. Nicht die Tasse. Ich hab's nicht gehört, ich hab geschätzt, wann ich Stopp drücken muss. Das war aber gut. Das war gut geschätzt. Freut mich. Moment. Nee. Moment, Frau Post. Frau Post. Frau Post. Ihr wart es also, die eine solch unverantwortliche Bitte an jemanden, an jenen Querulanten stellte, richtete. Ich? Achso, nee, du warst War sie. ich die? Glaub Ich glaube, schon. du hast sie sogar so gelesen. Ich? Vielleicht. Ja, es wird wohl so sein. Ich bat ihn lediglich, mir dabei zu helfen, etwas zu finden. Ungeheuerlich. Warum wurde ich davon nicht in Kenntnis gesetzt? Mist, klappt nicht. Ich mache keine Sounds hier. Okay, heute nicht. So ein Mist! Ganz genau. Ich denke, niemand hat es euch gesagt. Vielleicht, weil ihr nicht danach gefragt habt. Krark. Rätsel.
Grexit. Grexit? Das ist schlimmig. Griechenland ist immer noch dabei. Das, es scheint, das Gericht muss euch nun bitten auszusagen, Frau Post. Erläutert uns doch bitte, wie ihr in diesem Fall verwickelt seid. Ah, ich, also er ist um mich gewebt worden und... Und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen und es wurde immer schlimmer und immer schneller und dann ging noch Wind und am Ende war ich gefesselt. Und dann kam Dominika. Dominia. Domina. Dominanika. Dominanika. Wo ist es denn? Ah, hier. Offen gesagt, ich denke nicht, dass ich in irgendetwas bin. Und wo sitze ich in der Klemme? Garantiert hat dieser Kerl dann mich über mich hergezogen. Ja. Ja, langsam, gute Frau. Ich halte es mit diesem Sprichwort. Dreck ist länger, als man trinkt. Wie die ans Gesöff, oder was? Und sein zweites Sprichwort ist... Eine Perle der Natur. Und sein drittes Sprichwort ist... Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also erstmal sagt er seinen Satz hier. Also sein richtiges Sprichwort. Das passt dazu. Besser als alleine in der Tasche sitzen. Was denn jetzt? Schon wieder dieser Wohlan. Naja, der ist in der AG zusammen mit Vivian. Ja. Oder in der KG oder was es war, ich weiß nicht mehr. Vivian und Co. Wohlan, Frau Pia Post. Sag doch bitte aus, was an jedem Tag geschah. Oh, die sagt immer selber? Meier und nicht mein Herr. Oh Gott, ich kann gar nicht nachzählen, wie viele I's das sind. Das kann nicht Laborchef mal... Dr. Klenk. Ich hatte gerade irgendein Störgeräusch. Ja, das war im Spiel. Ach so, das ist irgendwas stimmt in der Leitung nicht. Nein, das muss im Spiel gewesen sein, das glaube ich jetzt jedenfalls. Diese Stimme lässt sogar doppelt verglaste Fenster zerspringen. Da gibt's doch diese Szene in Gravity Falls, wo eine so sinkt und dann auf einmal zerspringt ein Becher. Und weswegen zerspringt der? Wegen Magnesiummangel. Feier. Hey, der Vicar sagte, dass er einen Brief für mich hatte, also kam ich vorbei, um den Brief mitzunehmen. Moment mal! Ihr seid also gekommen, um einen Brief von Herrn de Victoire abzuholen. Genau, so wurde es mir aufgetragen, von Herrn de Victoire. Der Brief sollte am besagten Morgen fertig sein. Außerdem sagte er, es wäre überaus wichtig. Ich fühlte, wie mich eine Woge Pflichtgefühl durchlief. Moment, ah! Mist. Was? Egal, mach weiter. Also, habt ihr Herrn de Victoire's Residenz aufgesucht, an dem Morgen nach seiner Ermordung? Hab ich denn jetzt eigentlich mein Stylus? Ich dachte, da drüben. Wo ist denn da eigentlich das Mikro? Vorne oder so. Okay. Stimmt, hinten. Als ich ankam, traf mich fast der Schlag. Die Tür war eingeschlagen. Dieser Mann hatte eine Angst und wirbelte überall herum. Hörte Victor, er hing ganz schlaff auf seinem Stuhl und der Butler war nirgendwo aufzufinden. Oh, was hing da ganz schlaff? Vielleicht kann ich helfen. Mal ganz ehrlich, was war das denn bei mir? Rot mit Anführungsstrichen?
auch Bondage Dominica, glaube ich. Ja? Ja. Oder Bondage. So sagt nicht zu mir selbst. Ihr versteht doch, was ich meine, nicht wahr? Keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Also vorhin hatten wir eigentlich so einen Fall, da ich versuche hier gerade. Sekunde! Ups! Da, ich will den gar nicht befragen, aber egal. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Gluck, 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 gluck. Komm schon, lass mich erst austrinken, Blaumeise. Seid ihr schon fertig? Gluck, 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 gluck. Habt ihr noch nicht genug? Ey, ich frag mich, wie viel der schon in sich reingekippt hat in den Ganzen. Bis zum Prozess. Naja. Prickelt länger, als man trinkt. Na gut, ich hab's verstanden. Vergesst die Frage ruhig. Fahrt bitte fort. Mit dem Kreuzverhör. Es müsste noch Platz im Taxi sein. Hinter dem Prozess hinterher. Hab die Tür eingeschlagen und sah den Dingstyp. Moment, ich versuch nochmal. Sie hier. So. Und nochmal befragen, weil da war was mittendrin. Moment mal! Wie seid ihr also gekommen? Ach, hier. Ich finde das super. Gerade was. Die da, aha. Wird zum verdächtigt. Sekunde! Also, das ist ein See. Das ist ein Meer, das ist kein See. So, das war auch unsere Stunde für heute in Seekunde. Ich sehe nichts. Oh, sag das meine Meer. Brille. Was sagt das Meer zum See? Ich sehe nichts. Dann brauchst du wohl, dann musst du wohl mehr Karotten essen. Frau Röhrlinken, gestattet mir bestimmt eine Frage. Salzig. Ja. Mehr Karotten. Mhm. Aber natürlich, was ist euer Begehr? Das darf ich hier nicht sagen, das ist unsittlich. Ist Ihnen während Frau Posts Aussage etwas aufgefallen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Wirklich? Nein, wirklich nicht. Gibt's doch gar nicht! Nichts. Ach nee, du bist das ja. Nichts Bestimmtes. Auf jeden Fall. Wusste ich nichts vom Besuch der Eilbotin an jenem Tag. Aha! Das ist korrekt! Ihr wart nicht anwesend, als ich dort ankam. Ah. Und als ich den Brief getrunken hatte, war ich schon wieder weg. Gefunden. Ja. Hat sie mich gefunden gesagt? Ich hab getrunken gesagt. Oh, den Brief getrunken. Das macht doch nur Video. Wisst ihr von diesem Briefzeugin? Ich will niemals die persönlichen Angelegenheiten meines Meisters beschpitzeln. Schon gar nicht seine Korrespondenz. Nun, wie sollte die Aussage abschließen? Wir wissen jetzt, dass es einen dritten Zeugen gab. Aber Frau Post wollte doch nur einen Brief abholen. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Naja, vielleicht steckt ja noch mehr dahinter. Hinter dem Brief? Ein Brief? Was? Der Victor wollte gerade einen Brief abschicken, bevor er getötet wurde. Vielleicht bedeutet es ja auch nichts, aber irgendetwas daran stört mich. Was, der Brief wurde getötet? Ja, das ist ja schade. Er wollte einen Brief abschicken, aber er wurde getötet. Oh, womit denn dann bitte? Mit einem Brieföffner. Und einem Tintenkiller. Huchi, was ist mir denn da runtergefallen? Nein, nein. Ah, mein Stylus! Nein, den habe ich noch. Sehr schön. Aber trotzdem, ein Tintenkiller. Jetzt wird das Sitcom lachen. Oder ein Badumts.
Das ist weiter oben. Badumts jetzt wieder. Ich hab keine Ahnung, aber es heißt Badumts. Ich find's da oben aber auch nicht. Vielleicht haben wir es auch gar nicht. Das kann auch sein. Ja, dann lassen wir's. Die ersten sind auch alphabetisch geordnet. Nee, ich find's nicht. Nee, dann nicht. Ich mach einfach das, ich will's mal wieder hören. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Ich sag Badumts. Und wisst ihr was? Was? Mist, ich kann das Ding nicht einfach abnehmen, da ist ja ein Ding dran. Moment. Haha! Oh, warte mal, ich mach das folgendermaßen. Und zwar, entweder stelle ich einfach. Nein, das schaffe ich nicht. Moment, Ich mach die Aufnahme aus und starte eine neue ohne Brille. Das reicht jetzt auch wieder. Na? Was war? Was Wario? Darf ich dich ganz kurz was fragen? Läuft die Aufnahme schon? Weil ich sehe hier nichts. Ja, die läuft. Da steht doch was. Da steht sogar, wie viele Sekunden die läuft. Ach ja, Entschuldigung, dann habe ich jetzt den Gag vermasselt. Nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du ja mit Absicht gemacht. Nicht wirklich nicht. Normalerweise läuft doch immer dieser Countdown, den habe ich diesmal nicht gesehen. Also, übrigens, wollen wir nochmal neu anfangen? Ja, komm, mach nochmal. Kannst du als Outtake dann bringen oder so. Oh.